Vers 56. Ich verehre Svetadvipa, jenen transzendentalen Ort, wo die Lakshmis als liebevolle Gefährtinnen in ihrer unverfälschten spirituellen Essenz dem höchsten Herrn Krishna als ihrem einzigen Liebhaber in inniger Liebe dienen, wo jeder Baum ein transzendentaler Wunschbaum ist, wo der Boden aus Chintamani-Juwelen besteht, wo alles Wasser Nektar, jedes Wort Gesang, jeder Schritt ein Tanz, die Flöte die liebste Begleiterin und das Licht voller transzendentaler Glückseligkeit ist, wo die höchsten spirituellen Wesenheiten alle genussreich und köstlich sind, wo unzählige Milchkühe ständig transzendentale Milchmeere vergießen und wo die transzendentale Zeit ewig ist, nur Gegenwart, ohne Vergangenheit oder Zukunft. Und deshalb nicht einmal für einen halben Augenblick dem Phänomen des Vergehens unterliegt. Dieses Reich, Goloka, ist nur einigen wenigen selbstverwirklichten Seelen in dieser Welt bekannt. Erläuterung: Jene Region, welche die Jivas durch die beste Darbringung ihres Rasa-Bhajan erreichen können, ist, obwohl absolut transzendental, nicht ohne Vielfalt. Der undifferenzierte Bereich, das Brahman, ist durch Zorn, Furcht oder Verwirrung zugänglich. Doch Goloka, das transzendentale Reich über Vaikuntha, wird von den Gottgeweihten je nach dem Rasa ihres jeweiligen Dienstes erreicht. Goloka ist in Wirklichkeit Svetadvipa, die weiße Insel, da diese Region außerordentlich rein ist. Diejenigen, die in dieser Welt den höchsten Rasa in der Form reiner Hingabe entwickeln, da sie die Realität Svetadvipas auf der Erde in Gokula, Vrindavan und Navadvipa erkennen, bezeichnen Svetadvipa als Goloka. Im transzendentalen Reich Goloka sind alle zum reinen kognitiven Prinzip gehörenden Wesen in ihrer höchsten Schönheit für immer sichtbar. Der Liebhaber und seine Geliebten, Bäume und Schlingpflanzen, Berge, Flüsse und Wälder, Wasser, Worte, Bewegung, Flötenmusik, Sonne und Mond, Gekostetes und Geschmack, in Klammer, die unvorstellbaren Wunder der 64 ästhetischen Künste, Milchkühe, die nektargleiche Milch vergießen und transzendentale, ewig existierende Zeit. Hinweise auf Goloka finden sich an vielen Stellen in den Veden und anderen Shastras, wie den Puranas, Tantras und so weiter. In der Chandogya Upanishad heißt es, in Klammer, ein langer Sanskrit-Vers. Kurz zusammengefasst besagt dieses Zitat, dass es in Goloka alle Vielfalt der materiellen Welt und darüber hinaus noch eine viel größere Vielfalt als in der materiellen Welt zu finden sind. Die in der transzendentalen Welt existierende Vielfalt hat einen einzigen zentralen Bezugspunkt, während dies in der materiellen Welt nicht der Fall ist, was Freude und Leid zur Folge hat. Die zentrumsbezogene Vielfalt Golokas ist unverfälscht rein und voller transzendentaler, bewusster Freude. Die personifizierten Veden und jene Sadhus, die sich in Gottes Hingabe üben, wie sie in den Veden beschrieben wird, können mithilfe ihrer durch Hingabe aktivierten individuellen kognitiven Befähigung das göttliche Reich erblicken, und durch die Macht der Gnade Krishnas werden sie befähigt, sich auf der Stufe der Ebene
der Genüsse Krishnas zu bewegen, da ihre winzige kognitive Fähigkeit die Qualität der Unendlichkeit erreicht hat. Die in den obigen Vers enthaltene Aussage Param Api Tat Asvadyam Apicha in Klammer, sogar der Höchste, der ebenfalls trotzdem das Genussobjekt ist, hat eine verborgene Bedeutung. Die Worte Param Api weisen darauf hin, dass in allen transzendentalen, glückseligen Prinzipien Sri Krishna die einzige absolute Wahrheit ist. Und Tat Asvadyam Api bedeutet sein Genussobjekt. Die Herrlichkeit der Liebe, die Radha für Krishna empfindet, die Köstlichkeit in Klammer Rasa Krishnas, die von Radha erfahren wird, und die Glückseligkeit, deren sich Radha im Verlauf einer solchen Erfahrung bewusst ist, wenn diese drei Bhavs, emotionale Entitäten, alle für den Genuss Krishnas zur Verfügung stehen, nimmt er die Persönlichkeit Sri Gaurasundaras an. Fußnote 31. Bhavas, emotionale Entitäten. Intensive spirituelle Gemütsstimmung der Liebe zu Krishna. Daraus setzt sich auch die transzendentale Glückseligkeit des von Sri Gaurasundara manifestierten, köstlichen, liebevollen Dienstes zusammen. Diese ewig existierende Glückseligkeit ist nur in Svetadvipa zu finden.